Und weiter geht's bei Let's Play Rage mit wenig Munition. Aber zumindest die Pop Rocks werden wir mal austesten. Nice. Ich approve. So, wer ist denn da so genial drauf und... Die Pop Rocks sind ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die sind nett. Aber davon haben wir auch nur begrenzt. Nice, auch Schuss nochmal. Mal gleich verwenden. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, doch! Jetzt muss ich ja wieder auf die Popbox wechseln. Das ist ja ein Granatwerfer dann eigentlich, die Schrot. Das ist ja nice. Hauptsache, der überlebt das. War nicht endlos. RC-Car-Parts. War nicht jetzt unbedingt das, was ich ganz dringend brauche. Gehen denen nicht einmal langsam die Ballone aus. Das wäre schon irgendwie ganz hilfreich. Dynamite Bolts. Die Crossbow werden wir echt bald auspacken. Ich höre. Sicher nichts. Und da kannst du grrr machen, was du. Hubana! Ich kann nicht gescheit reden. Hörst du da? Eine Stimme da bei uns. Das Fatboys gehabt. Oder Benzin, jawoll. Jetzt haben wir schon einen kleinen Toaster, Benzin, Radio. Party! Wir brauchen einen Toaster. Oh. Hätte da mal Sorgen? Ja. Noch weitere Probleme, ihr Spackos. Das nehmen wir doch mal. Ah, sehr schön. Dann den Decryptor. Guten Tag. Hey, das nehmen wir natürlich mit. Und dann geht's jetzt rauf, oder wie? Okay. Das haben wir lässig gebaut. Okay. Das haben sie echt nicht so schlecht gebaut, das Level. Weil es ist an sich nicht groß, aber man kommt rum. Sehr schön. Ah. Irgendwo müsste man dann da wieder rauskommen, wo wir am Anfang irgendwo waren. Drei Schuss! Freund, du kommst teuer. Nun kommen wir drauf. Cool, wie soll man da jetzt?
Wie soll man da jetzt raufkommen und wo? Ah, vielleicht können wir uns da doch irgendwie raufglitschen, ne? Das wär's. Hehe, das ist es auch. Sich aber gelohnt. Okay. Jetzt wollen wir aber noch auf die andere Seite. Sehr schön. Okay. Soweit ist nochmal geglitscht. Na gut. Aber immerhin, das war jetzt gar nicht so schlecht. Aber es ist interessant. Ich weiß nicht, ob das sein soll oder ob das jetzt auch aufglitschen war. Ach, egal. Im Endeffekt war es ein Exploiten fast. Sei denn natürlich, es war vorgegeben, dann war es nicht Exploiten. Gut. So, jetzt haben wir diesen Decryptor. Gehen wir mal ab zum Lazard. Bevor wir zu den Typen Eiern. Jetzt will ich nochmal Munition kaufen gehen. Boah, das Auto ist ballernd. Es mag zwar mehr Power haben, aber es ist einfach ein totaler Krampf zu fahren. Es ist, sagen wir mal, dezent träger. Eieiei. Jetzt will dieses Authority-Teil von mir. Knapp. Und ab nach Subway Down. Geschafft. Ja. Die nette Authority. So, Leaf. Und Subway Town. Den Lazard, wie gesagt, machen wir gleich mal. Jetzt gehen wir erst einmal zu dem Kollegen rauf, der mir die Angebote hat. Vielleicht hat er diesmal Munition bei. Back off. Ah, die Authority in Subway Town, das ist ja so hilfreich jetzt nicht. Wo ist denn der Händler? Da ist er. Ja, geh doch weg, Mensch. I know you're working with the you know who. Ja. A lot of people are pulling for you and them. So be careful. Servus, du. I've always got something special for sale. Nice. My special deal changes often, so check back again. Ja, der Special Deal war gar nicht so daneben. Servus, Jenny. Feel free to look around. Maybe you'll find something you like. Supplies brauchen wir eigentlich nichts, oder? Nee. Ammo brauchen wir. Fat Boys. Dann Buckshot brauchen wir. Dann braucht man Homing Rocket Bullshot mal. Was haben wir da? Authority haben wir ausgesorgt. Authority AV2. Also haben wir schon. Da. Viper Rockets. Ist das eigentlich? Ja. Ah, für die Monarch-Vehicles, okay. Ihr Rockets eigentlich braucht mächtig diese Pop-Rocks oder wie die Dinge heißen. Killburst. Bullets within Bullets, ja. Egal. Okay, Emma, was haben wir noch? Ingredients. Brauchen wir eigentlich auch nichts. Supplies. Ja, super. Dann können wir vielleicht noch was verkaufen. Diese Blumen, das hat ja ziemlich viel wert. Und das Feldroid kennt man nicht, aber verchecken. Aber dabei haben wir eh genug Kohle, also was soll's. Supplies nach. Ja, doch, warte mal. Mal blaschen. Wo müsste das Feldroid rumliegen? Bobblehead. Da, schau mal. Das Zyklump können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Bücher können wir verkaufen. Lässt Leergut, muss einmal weg. Litters, ja. Gas Litters, oh weh. So, einiges an Blödsinn. Da, Feldrides. Da haben wir eigentlich schon viel gefunden. Da haben wir da mal richtig Gehaule raus. Weil.
Ah, da unten steht eben was schön im Symbol. Eigentlich was, was ist. Schauen wir mal. Ja, das ist jetzt alles das Zeug, was man eigentlich quasi brauchen kann, aber okay. Passt. 4700, das ist gar nicht so. Raketen. Nanotrites. Those little computers. Yeah, they scare me. Egal, aber von ihr holen wir uns jetzt noch Raketen. Das kann es hier nicht schaden. Rockets eigentlich fürs Auto. Da haben wir sie. Da ein paar Viper Rockets auch noch. Gut, das muss jetzt definitiv reichen. Gut. Sehr schön, dann hätten wir da mal ordentlich abgebaut. Aha. Da, die wollen da wohl was von dem. So, Satzen. Ja. Das haben wir ja schon einmal gemacht. Da kriegt man dann was. Stimmt, ja. Naja, egal. Erst einmal da runter. Da kommen wir rein. Und dann mal schauen, was das jetzt bringt, dass wir das gefunden haben. Und das in die Krypta gebracht haben. By the way, da leckt's auch. Sehr gut. Ja, er braucht den Lazar. Excellent work. Just give me a second to analyze this data. Und wie schaut's aus? Captain, take a look at this. Incredible. Incredible's right. This is exactly what we've been waiting for. It is quite simply the key to everything. Ja, nee, ist klar. Location, codes and re-entry times for every arc buried on Earth is right here. This data is nothing less than a second chance for civilization. Maybe okay. Our last chance. With this, we can strike at the heart of the Authority. We can use the codes in your ID drive to free all the arcs that the Authority has imprisoned beneath the Earth. For years, we've developed plans to get someone inside Capital Prime, into the heart of the monster. But we never had the capability to deliver a fatal blow. Until today. If there's a future, begins with this. The war starts now. Ah. Gott, nichts Größeres gefunden, ha? Access to the Eastern Lands, and the only way to do that is by knocking out the Authority security bridge. See Portman. He's got a plan worked out for that. Ah. Diese Brücke, okay. Now, we finally get to hit the Authority. I've been waiting for this. You ready? Cool. To get across the bridge and into the Eastern Lands, you'll need to knock out the power generator that controls the defenses. Trick is, the only safe way to access the bridge is down the ravine and up the lift. Not easy. Once you're around the defenses, you'll be able to blow the generator to hell. I'll give you the explosive charges. You just need to make it down the ravine alone. Good. And the Authority has a small blockade near the ravine entrance in the north. Once you blow that, they will know you're coming. Don't waste time. Get down the ravine and to the bridge as quickly as possible. Oh, das kriegen wir hin. Gut. Let's blow some stuff up. Können wir gern machen. Aber by the way, die Authority ist doch schon oben in der Stadt. So, zwecks ganz unauffällig kriegen wir das vielleicht immer ganz hin. Aber was war's ja eh schon. Up in the Wastelands. Ja. Let's blow them stuff up. 2500 MP-Schuss. Und dann zerballern wir mit einfach die Barrikade. Die können ja nicht endlos energieren. Spiel? Schauen wir kurz weg. Räumst, wechsel die Schilde. Ah, jetzt müssen wir da runter, wo ich vorher hingefahren bin. Entschuldigung. Sommer. ZMG. Was ist das?
Okay, das war zwar nicht geplant, aber es war awesome. Oh weh. So, jetzt schaut's auf die Feldbreite halt wieder aus. Und weg. Und weg, habe ich gesagt. Habe den gerade weggerammt. Nice. Schon ziemlich viel Schaden kassiert da die Kiste. So, parken wir da mal ganz unschuldig. Vielleicht gehen wir da eigentlich mit dem Auto auch rauf. Jawohl. Hm. Ah. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt tun wir mal wieder die Authority im MG. Start der Soldat rein. Schön, dass wir da wieder nachladen, ja. Oh! Das ist natürlich alles andere als schön. Das wird schön futuristisch gespielt. Also jetzt hat es wirklich so ein Science-Fiction-Hau. War vor allem die Brücke, die schaut sehr futuristisch aus. Die ist einfach zu vital, aber gut. Und deren Schilde, die sind schon ziemlich vom Arsch. Jetzt legen wir jetzt mal diesen Schildgenerator. So, oder? Bam! Na kommt's. So viel Munition eingekauft, wäre da wohl kräftig Spaß, um damit untergehen, ne? Ich glaube, das ist ganz krass. Verdammtes Schiff. Das ist jetzt noch immer in der Nähe rumschwebt und blase das einfach weg. Ah, Moment, wir haben einen zweiten Generator. Das ist wahrscheinlich für das Teil da. Ja. Alles klar. Offline, ja. Was war eigentlich dieses Gebäude da unten? Ah, da kommen diese Lägen raus. Na gut. Was ist, wenn wir da mal das Knöpfchen drücken? Oh. Ja, whatever. Jedenfalls müssen wir da jetzt so zurückfahren. I like that weapon. It's actually quite nice. Ja, schön. Hätten wir das dann geschafft? Und dann melden wir uns bei der nächsten Folge wieder. Servus, Leute!